Boah, Hashtag anstrengend. Haben wir alles für den großen Kochabend, lieber Christian? Also ich hab alles, lieber Armin. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie noch alle hat. Christian, ich bitte dich. Wir hatten darüber gesprochen. Tut mir echt leid. Aber die Silvia, so als Bildungsministerin, die geht gar nicht. Ich mach nur noch wegen dir bei diesen Kochabenden mit. Hashtag Riesengefallen. Geschafft. Hallöchen, Jungs! Silvia, was hast du denn da? Das ist unser neuer Kochtopf. Brauchen wir nicht. Ich hab doch erst letzte Woche neue Töpfe gekauft. Die seid bei Porsche. Hashtag sauteuer, aber ihr Geld wert. Ja, genau, die hab ich eingetauscht. What? Ich hab mir gedacht, so viele einzelne Töpfe, das ist doch alles viel zu kompliziert. Tja, und dann habe ich all die kleinen Töpfe genommen und gegen einen großen Topf eingetauscht. Und was sollen wir damit jetzt machen? Na, ein Topf. Aber Silvia, wir erwarten doch Gäste. Und die erwarten eine Vorspeise, eine Hauptspeise, eine Nachspeise. Das kann man doch nicht alles in einen Topf schmeißen, Mensch. Hä? Wieso denn eigentlich nicht? Wenn wir uns alle anstrengen, dann kann das funktionieren. Du spinnst ja wohl total. Hashtag verantwortungslos. Was machen wir denn jetzt mit unseren ganzen Einkäufen, hä? Hier die Ananas für die tropische Fruchtplatte. Ah, und das Hühnchen für das Jerk Chicken, hä? Oh, toll. So, der leckere Blue Mountain Kaffee. Sauteuer, hä? Sag mal, was wolltest du denn eigentlich kochen? Ein jamaikanisches Menü. Wieso? Jetzt hört mir doch mal zu. Ich will einen Eintopf, in dem alle Zutaten willkommen sind. Unabhängig von ihren individuellen Fähigkeiten. Alles inklusiv. Ich weiß, das ist nicht ganz leicht, aber wir werden den Inklusionsprozess fortlaufend evaluieren. Moment. Wow, warte. Und bei Bedarf werden wir dann nachsteuern. Ohne mich. So kann ich nicht arbeiten. Es hatte schon seinen Grund, dass ich einen Gemüsetopf, einen Fleischtopf, einen Schmortopf, einen Milchtopf, einen Pastatopf, einen Schnellkochtopf, einen Eierkochtopf und eine Stielkasserole besessen habe. Da hat jedes Lebensmittel schön homogen und getrennt von den anderen garen können. Das war besser für den Spargel und das war besser für die Kartoffel. Hashtag Vielfalt. Vielfalt, pah! Wer hat denn die vielen Töpfe am Ende immer abgewaschen, hä? Im Magen kommt doch sowieso wieder alles zusammen. Silvia, bei aller Liebe, ich mag Eintopf auch. Es gibt zum Beispiel extrem leckere jamaikanische Pepperpots mit Ziegenfleisch. Aber du führst das ganze Konzept Einheitstopf ad absurdum. Manche Spezialtöpfe haben eben ihre Berechtigung. Ihr könnt ja gehen, wenn euch das nicht gefällt. Aber meinen Topf, den kriegt ihr nicht. Also, solange sie den Löffel hält, stehe ich für dein jamaikanisches Menü nicht zur Verfügung. Hashtag Opposition. So. Aber Christian, so warte doch. Christian, so warte doch mal auf mich. Christian. Naja, der Hunger treibt's rein. Hm.